Scheiß Zeug in normal bei mir wachsen und so. Also, komisch, hab ich noch nie gesehen. Hier ein paar Schleimblöcke. Ja, wir sind wieder natürlich voll. Oh, diese Barley-Seeds nerven extrem. Häufiger als normales Weizenkorn. Also das machen wir jetzt aus. Das zu diesem Baum, der ist hier im Norden und da gab es irgendwo noch ein zweites Biom oder so, oder war das diese Insel dort hinten? Da ist auch noch ein Baum, ah, das ist dieses, haben wir schon, Akazien, Zeugs da. Das ist Witchwood, nein nicht Witchwood, Magic Zeugs da. Denke ich jetzt mal. Aber wir machen damit eigentlich nur die Axt kaputt. Oh, ne Leute, fehlen noch. Das ist ein Ork. Das ist einfach ein großer Orkbaum. Also wenn wir so viel Holz haben, dann legen wir mal ein bisschen Stein weg. Können hier noch ein bisschen mitnehmen. So. Oh, schade, dass der große Baum jetzt weg ist. Vielleicht können wir ja herstellen, indem man fürs Oak Sapling nebeneinander macht oder so. Busch, das sind wahrscheinlich Redberries. Also Blackberries haben wir schon. Hier, was ist das? Wieso ist hier... Da ist doch nichts Braunes. Cool, da ist wieder so ein Baum. Das
Also gehen wir ein bisschen weiter. Diese Richtung schauen, das grüne Zeugs da dran. Können eigentlich mal ein bisschen sprinten. Ich mag eigentlich nicht so gerne sprinten in Minecraft, aber so für kurze Strecken ist es relativ gut. Aha. Das sind also alles Akazien hier. Hier ist irgendwas Komisches. Eine schöne Höhle, okay. Eisen haben wir noch genug zum Füllen. Ja, die Musik ist natürlich auch sehr laut. Mein Herz ist so korrupt. Schon mal so ein Herz gesehen, wo man die niedrigsten Einstellungen eingestellt hat und es trotzdem noch so laut ist, dass man Hörschaden bekommt. Oh, ich mag dieses Herz nicht. Es ist für die schlimmsten Gehörschädigten, aber doch nicht für einen, der durch Krankheiten so verbesserte Sinne hat. Es ist also eigentlich das Gegenteil von Krankheit. Weiß doch nicht. Also habe ich eine Gesundheit und eine Krankheit. Wie das sich schon anhört. Völlig falsch. Weißes Zeugs. Diese Büsche hier, die nehmen wir später mal mit. Brauchen wir momentan noch nicht. Ich wette, Raspberry haben wir dann. Nehmen wir lieber dieses Material mit und das ist 10. Ja. Minecraft-Musik, du nervst. Doch bessere Musik wäre. Wenn man hier drauf kommt, man schauen. Aber nur so wenig, dass man es nicht merkt. Da ist irgendwas beleuchtet. Das ist Lava. Meine Übergießtechnik. 90.000. Ja, das war's mit dem Diamant. Okay. Die Aufsammeltaktik. Und dann die Abbautaktik.
Oh, überall kleine Fliegenchen. Kleine Fliegen. Obsidian. Na, du hast dich erraten. Schön begieß dich. Der Übergießer. Ab heute im Kino. Oder auf YouTube. Und das gratis. Das von Drago Basler. Wahrscheinlich leckt es deswegen manchmal. Sorry dafür. Und ich merke gerade, der Lift ist wieder am zerbersten. So, Kupfer auch an. Kupfer, machen wir Kupfer. Also Hexxit ist schon extrem groß, wir können noch sehr, sehr viel machen. Also seid gespannt. Jetzt denke ich gerade an Kupfer, denke ich an diesen Hochofen und alles. Oh, das wird so geil. Ja, Eisen baue ich jetzt nicht mehr alles ab. Ich will halt hier nicht zwei Stacks mitnehmen. Wir hier das 10 mitnehmen, auch wenn wir das noch weniger brauchen am Anfang. Ja, nehmen wir das Eisen auch noch mit. Ja, wir haben noch nicht so viel, dass uns den zweiten Stack anfängt. Gold ist wichtig hier in Hexxit, nehmen wir mit. Also am Anfang. Für goldene Fäden und so. Sehr praktisch, bekommen wir keinen Fallschaden über. Aber später findet man die und man hat auch anderes Zeugs. Das keinen Fallschaden macht. Und ja. Es gibt noch sehr schöne Sachen, wie zum Beispiel ein Item, das die Items automatisch einsammelt. Und wir haben das erste Meteorit gefunden. Nehmen wir direkt mit. Da können wir eine sehr, sehr, sehr gute Rüstung daraus bauen. Normale Meteorit-Rüstung ist nicht so gut. Sie hat zwar den Bonus, dass sie alles einsammelt, aber dadurch haben wir eigentlich immer Müll im Winter. Dann habe ich lieber den Edelstein, der kann man aktivieren, deaktivieren, wenn man will. Und ja. Ah, das ist eine Creeper-Blossom. Das Zeug sie. Das ist Quantum Dust. Das ist wieder irgendwas Technisches.